Was hat der Dementorenangriff eigentlich mit Dudley Dursley gemacht und was genau hat er gesehen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Dudley Dursley, Harry Potter, die Dementoren und einen Moment in der Harry Potter Saga, der Dudley Dursley für immer prägte. Ich für meinen Part würde mein Geld nicht darauf verwetten, dass hier viele Fans von Dudley Dursley sind. Vom Anfang bis zum Ende der Harry Potter Geschichte hat er Harry eine schreckliche Zeit bereitet und er hat es auch noch genossen. Das wurde noch verstärkt, als seine Eltern ihren Sohn auf eine unerreichbare Plattform setzten und Harry damit noch weiter zu Fall brachten. Es war zugegebenermaßen sehr schwer, Dudley zu mögen, aber er hat sich am Ende zum Besseren gewendet, aufgrund der Ernsthaftigkeit der Ereignisse um Harry und Lord Voldemort herum. Aber es gab einen Moment, eine Erfahrung, um genauer zu sein, in der Dudley seinen Weckruf bekam. Eine ernüchternde Erkenntnis, dass sich nicht alles um ihn drehte, wie es so lange Zeit der Fall gewesen war. Und darüber möchte ich heute sprechen. Dieses Ereignis war der Angriff der Dementoren auf Harry und Dudley. Wir werden uns ansehen, wie dieser Angriff Dudley wirklich verändert hat und generell seine allgemeine Einstellung zu Harry. Lasst uns einen Blick darauf werfen, was an diesem Tag geschah und analysieren wir die Situation und Dudleys Charakter für einen Moment. Dudley Dursley war in seiner Kindheit eine nervige, undankbare, verwöhnte kleine Göre. Er bekam immer, was er wollte und hatte keinen Respekt vor irgendwem. Dudley wurde nie ein Nein gesagt. Es ist wahrscheinlich sogar das einzige Wort, das er nie gehört oder gar verstanden hat. Okay, das ist vielleicht eine leichte Übertreibung, aber was ich versuche zu sagen ist, dass er immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Seine Mutter Petunia Dursley stellte immer sicher, dass er wusste, dass er ein Spiegelbild ihrer eigenen persönlichen Vendetta gegen ihre verstorbene Schwester war. Und genau das ließ sie an ihrem Neffen Harry aus, dem Sohn ihrer Schwester. Dafür benutzte sie Dudley als Keule. Dudley teilte die Freude seiner Mutter darüber, seinen Cousin Harry Potter herabzusetzen, besonders nachdem er herausgefunden hatte, dass er magisch war. Er wollte auf keinen Fall Harry das Gefühl geben, er sei besser als er. Nicht, dass Harry überhaupt so empfunden hätte oder überhaupt solche Gefühle hatte, aber das war einfach Dudleys Natur und die Natur seiner Eltern, Harry wie Dreck zu behandeln. Als Dudley älter wurde, sehnte er sich nach Macht, die er bereits über seine Eltern hatte. Jedoch sehnte er sich danach in anderen Aspekten seines Lebens, insbesondere in seinem Privatleben. Bei seinen Freunden wurde Dudley der Anführer einer Bande eines Schlägertrupps und begann, viel jüngere und körperlich schwächere Kinder zu mobben und zu verprügeln. Das gab ihm und seinen Freunden ein Gefühl der Macht, ein überwältigendes Gefühl für ihn, die Kontrolle zu haben. Dudley wusste, dass er gemein sein konnte, und er wusste, dass er grundsätzlich unhöflich zu seinem Cousin Harry sein konnte, wenn er es wollte, denn er würde immer wieder damit durchkommen. Als sie älter wurden, tat er es aber mit ein wenig mehr Vorsicht, denn Harry hatte nun einen Zauberstab und Kräfte, und Dudley wusste das. Kommen wir aber direkt zu dem Anfang der Situation, in der es für beide, Harry und Dudley, rund ging. Es war der 2. August 1995. Harry war in den Sommerferien zu Hause und wanderte herum und fand sich schließlich in einem Park wieder. Harry hatte in diesem Jahr viel nachzudenken und seine Gedanken überschlugen sich. Er wurde von einem Geräusch abgelenkt. Er hörte, wie Dudley Dursley und seine Bande einen Zehnjährigen verprügelten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Dudley und seinen Freunden machten sich Dudley und Harry gemeinsam auf dem Heimweg, und zu diesem Zeitpunkt gerieten sie in einen Streit. Doch dieses Mal wurde Harry angereizt von seiner Frustration darüber, dass er von all seinen Freunden und Dumbledore völlig im Dunkeln gelassen wurde. Harry zuckte seinen Zauberstab, und plötzlich wurde die Welt dunkel, kalt und still. Diese plötzliche Dunkelheit und die kalte Umgebung waren natürlich das Ergebnis von Dementoren. Als die ersten Anzeichen des Dementorenangriffs auftauchten, glaubte Harry zunächst, er bilde sich Dinge ein. Er hatte sich so lange verzweifelt nach jedem magischen Kontakt oder irgendeinem Zeichen von Magie im Allgemeinen gesehnt, dass er begann, Dinge in seinem Kopf zu hören und sie mit der Normalität zu verwechseln. Und das ist es, was er dachte. Bis ihm sehr schnell klar wurde, dass die Dementoren bald anwesend sein würden. Harry konnte sich erinnern, wie er gezwungen wurde, die schlimmsten und schmerzhaftesten Erinnerungen und Ängste seines Lebens durch die Dementoren zu durchleben. Um ehrlich zu sein, hatte Dudley Dursley sehr, sehr großes Glück, dass sein Cousin Harry da war und so gut auf einen solchen Angriff vorbereitet war.
denn für ihn war es etwas ganz anderes. Dudley konnte die Dementoren nicht sehen, also hatte er keine Ahnung, was vor sich ging und was mit ihm geschah. Es gibt eigentlich keine Informationen über die Auswirkungen der Angriffe der Dementoren auf Muggel. Es scheint eine Grauzone zu sein und ich denke, man kann davon ausgehen, dass es ein ähnlicher Effekt wie bei Zauberern ist, aber es ist immer noch unklar. Aufgrund von Dudleys körperlichem Zustand im Vergleich zu Harrys muss es für Dudley aber definitiv erschreckender und traumatisierender gewesen sein. Er hatte keine Ahnung, was passierte. Er war nur in der Zeit eingefroren, fast gelähmt, als er von einer magischen Kreatur angegriffen wurde, die versuchte, ihm seine Seele auszusaugen. Das lässt natürlich viele von uns rätseln, was genau mit Dudley geschah und was er in diesen Momenten sehen konnte. Es wurde gesagt, Dudley war nach dieser Erfahrung nie wieder derselbe. Und es wurde auch tatsächlich enthüllt, was er gesehen hat. Dudley wurde sein wahres Ich gezeigt. Ein arroganter, grausamer, egoistischer Tyrann, der seine Opfer terrorisierte. Dudley wurde ein Monster gezeigt. Ihm wurde gezeigt, wie die Menschen ihn wirklich sehen und wie er wirklich war. Und das war ein massiver Schock für ihn und wirklich überwältigend für Dudley. Er spürte sofort die Auswirkungen der dunklen Magie auf seinen Körper. Und er wurde körperlich krank. Er wurde benommen und verwirrt. Dudley beschuldigte zunächst Harry, seinen Cousin, da er genau in diesem Moment seinen Zauberstab zückte. Die Stimmung schlug um, während Harry seinen Zauberstab draußen hatte. Erst als Dudley Zeit hatte, sich zu beruhigen und das Geschehene zu verdauen, wurde dem Jungen klar, wie furchtbar er all diese Jahre gewesen war. Und ja, es brauchte dieses Ereignis an diesem Tag, um Dudley endlich zum Besseren zu verändern. Er konnte nie sein wahres Spiegelbild sehen, bis er gezwungen war, es zu sehen. Ich bin mir sicher, dass er sich körperlich erholte, denn er liebte am Ende seine Süßigkeiten und Pralinen, wovon wir sicher wissen, dass diese sehr wohltuend bei Dementorenangriffen sind. Nach dem Dementorenangriff veränderte sich jedoch noch etwas bei Dudley, seine Persönlichkeit. Er wurde gelassener und zurückhaltender, einfach ein wenig sanfter. Er erkannte die Ernsthaftigkeit dessen, was mit seinem Cousin Harry geschah und diesem berüchtigten dunklen Zauberer, der versuchte, ihn zu töten. Er änderte seine Meinung über Harry, als er ihm sagte, dass er ihn nicht für eine Platzverschwendung hält. Etwas, was Dudley Harry seit jenem Tag bei den Dementoren mitteilen wollte. Dies tat Dudley in einer gelöschten Szene. Ich finde es sehr schade, dass diese Szene gelöscht wurde, da sie wirklich dem Film etwas von Dudley wegnimmt, was die Leute wirklich sehen sollten. Der Angriff der Dementoren war die perfekte Vorbereitung für den Übergang seines Charakters in eine reifere und geerdetere Person. Er kam über das, was an diesem Tag geschah, hinweg, aber er hat nie vergessen, was er gesehen hat. Etwas, was dazu beitrug, dass er ein besserer Mensch wurde. Der Dementorenangriff war so gesehen also etwas Gutes. Er gab Dudley einen empathischeren und netteren Charakter, der erkannte, was seine Fehler waren. Es brauchte diesen Vorfall für Dudley, um darüber nachzudenken, wie es anderen geht und dass er andere nie wieder so behandeln würde. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen oder neue Videothemen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.